Und damit hallo und willkommen zurück nach meiner Aufnahmepause. Allerdings weiß ich nicht, was ich letztes Mal gemacht habe, aber da ich hier bin, werde ich wohl aus dem Schloss gehen müssen. Vermute ich. Schon langsam kommt auch die Erinnerung zurück, was hier passiert ist. Oh, hallo nutzloser Typ. Captain, schön zu sehen, dass du immer noch am Leben bist. Was machst du jetzt? Wir sind nicht komplett unvorbereitet. Der Professor und ich haben Waffen und Essen im Wald. Wir leisten den Widerstand, bis unsere Welt wieder frei ist. Justin? Wer? Oh, mein treuer Mitarbeiter, wenn du so willst. Was mit ihm ist? Ich habe keine Zeit, ihn zu finden. Wir müssen die Lords und Ladies zuerst in Sicherheit bringen. Okay, okay. Sei vorsichtig, Captain. Hier, von einem Captain zum anderen. Nimm den Verteidigungsschlüssel. Wenn du die Chance dazu hast, benutze ihn. Dankeschön, Captain. Da kommen irgendwelche bösen Menschen. Wieso habe ich den noch? Das sollte ich, glaube ich, nicht mehr haben. Egal. Hoffen wir, dass es das Spiel nicht auch immer irgendwo hin nicht durcheinander bringt, dass ich den noch habe. Einmal porten, bitte. Ich habe noch eine Uniform verloren. Macht ja nichts, da hängt ja eine. So, guten Tag, da wäre ich wieder. Ah, Captain. Ich bin froh, dass wir dich rechtzeitig da rausbekommen haben. Entschuldige bitte unsere fehlerhafte Intelligenz. Können wir zurückgehen und denen helfen? Wir sind gerade so selbst da rausgekommen. Wir haben keine Chance gegen so viele Schiffe. Wenn Andy nicht in New Camelot ist, wo ist er denn dann? Unsere Intelligenz zeigt uns nun an, dass er Aqualonia besucht. Dieselbe, die gesagt hat, er sei in New Camelot. Es wird ein paar Stunden für uns dauern, dahin zu kommen. Warum gehst du nicht in die Mess Hall und isch ein bisschen was? Ah, und der Koch kommt scheinbar daher. Ah, guten Tag. Ah, ich habe dich Jahre nicht gesehen. Wie geht's denn so? Kann mich nicht beschweren. Kann ich ein paar Fischfinger haben? Blondbeards Feinste. Ob er kein echtes Problem hat, Fischfinger zu essen? Warum? Ich bin ja kein Fisch. Bist du nur ein halber Fisch? Und die Fischfinger sind auch nur halbe Fische. Okay. Warum hast du Aqualonia verlassen? Ich wollte die Galaxie sehen. Ich bin der erste meiner Leute, der in der Welt unterwegs ist. Es muss schwierig gewesen sein. Ja, ich vermisse meine Familie. Wenn du sie siehst, richte ihnen doch bitte Grüße aus. Hallo Randy. Hallo Captain. Bist du zum Essen hier? Ich habe keinen Hunger. Ja, ich schon. Was kannst du über Aqualonia erzählen? Die Wasserwelt? Ich weiß, dass sie dieses Unterwasserresort gebaut haben. Ich wollte da immer schon hin für Ferien. So glamourös. Weißt du, dass sie eine Happy Hour haben? Jeden Tag, wo Crab Cocktails nur den halben Preis kosten? Da kommen wir bald an. Ich freue mich, dass wir nach Aqualonia kommen. Eins der meist
der berühmtesten Resorts weltweit in der gesamten oder eines der bekanntesten Welten in der gesamten Galaxie. Normalerweise gehen nur zu gefährlichen Plätzen. Ja, da sind vor ein paar Wochen Aliens eingefallen. Musst du immer alles schlecht reden? Guten Hunger? Achso, halt. Kann ich da damit die Tür wieder öffnen? Nein, dann gehe ich eben schlafen. Und davon aus, dass wir währenddessen dahin fliegen. So wie letztes Mal auch. Vermute ich mal. Nein. Ich will nicht schon wieder deinen Teddybär. Wir sind in Aqualonia gekommen. Das wollte ich nicht. Geht's wieder in unseren tollen Lift zurück? Es wird immer noch schlimmer. Die Sprüche von dem Lift. Und einmal teleportieren. Es gibt nur eine Möglichkeit, rauszufinden, was auf Aqualonia passiert. Den Teleport. Was ist denn hier schief? Hat die Tür irgendwie so ein bisschen einen Vogel? Kann ich dadurch? Sticht verschlossen und selbst wenn ich es öffnen könnte, würde ich nicht, weil dann Wasser hier reinlaufen würde. Okay. Tauchhelm, aber ich möchte nicht hier rausgehen. So ein Tempel. Öl zum Schmieren von Maschinen verwendet. Ah, die innere Tür scheint irgendwie kaputt zu sein. Das auszulösen würde alles überfluten. Wir haben doch sowas da. Und es hat scheinbar funktioniert. Wunderbar. Guten Tag. Ja, aber zuerst schaue ich mich mal da. Bedien dich selbst. Ja, wunderbar. 26.000 Meilen unter dem Meer. Ein Guide. Hallo, ich bin Captain Teicher, ein Besucher. Ich kann es nicht glauben. Willkommen in Aqualonia, dem Juwelenmeer. Ich bin dein offizieller Welcome Boy und... Entschuldigung, das kann ich nicht. Ich kann niemanden willkommen heißen, wenn mein Herz so schwer ist. Warum? Du musst uns helfen. Mein Boyfriend wurde gefangen. Gefangen? Diese Stormtroopers haben das Resort übernommen und die Hälfte vom Staff gefangen genommen. Ich kümmere mich drum. Bin hier, um Prinz Andromeda zu sehen. Ich weiß nicht, was im Rest vom Resort los ist, aber hier war niemand in den letzten Tagen. Also Leute von der vom gesamten Welt sind oder von überall sind hierher gekommen, bis vor ein paar Tagen, wenn diese Aliens gekommen sind. Es war klar, dass ich das mitnehmen kann. Und noch mehr. Und leider nicht noch mehr. Schade, schade. Ich hätte den Fisch noch anschauen können. Hey, nimm eine von unseren Karten mit. Es wird dir viel Zeit sparen, hier herumzulaufen. Ja, das glaube ich mit meinem nicht vorhandenen Orientierungstalent. Also hier gibt es überhaupt nichts, wunderbar. Eine Wache, wir sind besser vorsichtig. Ich kann da nicht weiter, oder? Kann ich dich mit einem nassen Schwamm abwerfen? So viel Wasser kann ich aufnehmen. Ja, habe ich nur noch das, ne?
Nein, ich möchte ihm nicht auf den Kopf hauen. Ah, wunderbar. Wie unglücklich. Ja, jetzt ist schon eine Weile beschäftigt. Das, da ist was dran, ja. Gehen wir zuerst mal in die Mitte. Ich würde sagen, wir arbeiten uns nach und nach dadurch. Ah, ein Kunde. Kapitän. Ich habe so viel Pillen genommen, dass ich 18 Stunden nicht mehr geblinzelt habe. Ja, das ist aber nicht gut. Hallo, Fischi. Gefangen in einer Blase, umgeben von Wasser. Ich weiß, wie du dich fühlst, kleiner Fisch. Das ist kein Fisch, das ist ein kleiner Oktopus, den ich eines Tages gerettet habe. Nicht zu stark schütteln. Also, die wir hier sagen haben, sind in Gebäude Nummer 4. Was er anbietet. Von Manhorror Cocktails bis Pen Galactic Gargle Blasters und Fusion Pop. Und was ein Manhorror sein soll. Alles. Wunderbar. Ob ich ihn haben kann und ja, ich würde ihn wohl mehr brauchen als sie. So, was hast du mir zu sagen? Was machst du hier? Das ist das schlechteste Auftrag bis jetzt. Ich habe gedacht, New Camelot ist schlecht, aber hier auf Aqualonia stinkt alles nach verfaultem Fisch. Und da sind bewaffnete Wachen überall. Immer schön, dich zu sehen. Wo sind deine... Ja, ja. Machen eine Einzelkarriere. Ob es dir gefällt. Die Schlafräume sind so bescheiden. Also Betten in Form von riesigen Liebesherzen. Peinlich. Ich merke die Bar allerdings. Und ich glaube, der Bartender wirft ein Auge auf mich. Und der streitet jetzt ein bisschen ab. Ja, ja. Dann viel Spaß. Und in die erste Röhre. Guten Tag. Wer bist du und was gibt's hier? Hallo, ich bin der Handtuchtyp. Mein Job ist, sich um die Gäste zu kümmern und dafür zu sorgen, dass alle ihre Wünsche erfüllt werden. Machst du immer noch deine Arbeit, obwohl Aliens eingefallen sind? Mein Job ist, die Touristen abzutrocknen. Und hast du diese Leute da gesehen? Die sind 8 Fuß große Muskelstücke. Allerdings ist niemand in meinem Service interessiert. Ob er den Eroberer gesehen hat? In Gebäude Nummer 4. Dann bis später. Ach nee, nee, nee. Die Flaschen kann ich gar nicht angucken, die Handtücher auch nicht. Sieht einladend aus. Fischt auf der tatsächlichen Temperatur. Sei vorsichtig mit dem Automat. Die oberste Einstellung wird deine Arme abreißen. Ich denke, dann haben wir es hier auch. Nächstes. Oh, das finde ich nicht so schön. Hallo Soldat. Es war ein anstrengender Tag und ich habe keinen Bock zu reden. Ich würde nicht mit den Guards sprechen, wenn ich du wäre. Sie könnten auf die aufmerksam werden. Ich hoffe, dass du das nicht aufmachst, dass ich frage. Aber versuchst du an die Oberfläche zu kommen? Nö. Ich bin glücklich hier am Boden von mir. Ach, Maus spinnt schon wieder. Dann muss ich dich nicht umbringen. Ich bin ziemlich müde. Müde? Brauchst du vielleicht eine Spa-Behandlung? Hallo Surferboy. Es tut mir leid, falls du für eine Surfstunde gekommen bist. Der Zutritt zur Oberfläche ist geschlossen und es gibt keine Surfstunden mehr. Das sei schade, ich wollte ein paar gute Wellen erwischen. Und die Dinge sind zurzeit nicht gut hier. Ob er den Goodbye Boy gesehen hat? Nein. Ob er Andromedus gesehen hat? Nein.
ob ich dieses Executive Dome hier gesehen habe und wo das der Luftschutzschacht hinführt, an die Oberfläche. Aqualonia ist eine Wasserwelt, aber das Resort wurde auf einer Insel erbaut. Auf Wiedersehen. Ich kenne dich doch bestimmt. Möchtest du nicht ins Bar? Du hast doch gesagt, du möchtest dich ausruhen. Das hier ist gut fürs Bar. Ob es ein Versuch ist, dass sein Posten verlässt? Nein. Leichtgläubig ist er ja gar nicht. Und tschüss. Kann ich da rein? Sticht verschlossen. Wir brauchen einen Security-Pass, um da durchzukommen. Ja, wunderbar. So, jetzt haben wir die auch. Kann ich da hoch? Hallo? Wer ist da? Ist das ein Trick? Ich rede nicht mit seltsamen Leuten. Aha. Kann ich nicht rein? Kann ich auch nicht rein? Ja, wunderbar hier alles. Hast du noch was zu sagen? Oh, du weißt wirklich Bescheid. Ob ich die Tür öffnen kann? Nee, und nur die Guards können es öffnen. Ach Mann, dann gehen wir noch da lang. Denkst du, der nette Mann kommt zurück? Ich glaube, er war überhaupt nicht nett. Er hat gesagt, er wird es alle umbringen. Wirklich? Da habe ich wohl nicht richtig zugehört. Hallo Irene. Hallo, ich bin Captain Tycho. Ich bin Irene und das ist mein Partner seit 60 Jahren, Maud. Was bringt euch hierher? Unser 60-Jähriges. Hallo. Hallo, bist du hier für die Happy Hour? Nein, bin ich nicht. Ich versuche eine mörderische Invasion aufzuhalten. Oh, wunderschön. Wir sind hier, um die Wale anzuschauen. Ich glaube, euch bringt echt auch nichts aus der Ruhe, oder? Ah, da komme ich auch nicht durch. Oh, uns hält einiges an Wasser zurück. Ja, das sehe ich. Kann ich da durch? Ja, natürlich. Ich habe doch irgendwo so einen Schraubenschlüssel. Ja, natürlich, dass alle Lüftungsschächte so groß sind, dass da Menschen durchpassen. Aber wie in jedem Science-Fiction-Film, natürlich funktioniert das hier. Ich erkenne diesen Mann wieder. Es ist Thorn, Andromedas Assistent. Wo auch immer Andromedas hingeht, geht er auch mit. Dann ist es also wahr. Mein Ex-Freund ist ein Space Tyrant. Das muss Goodbye Boy sein. Der Welcome Boy hat gesagt, dass er gefangen genommen wurde. Eure Exzellenz, wir haben diesen Mensch gefunden, der in Gebäude 5 explosives Zeug platziert hat. Ihr werdet nie damit durchkommen. Sind wir bereits? Was wirst du mit mir machen? Mich in Gebäude 5 schicken? Ich weiß, was du da machst. Wir machen Fischfinger, nicht mehr und nicht weniger. Ja, aber ihr macht die aus Menschen? Oh, sie benutzen Gäste und Personal als Zutaten. Teuflisch. Und er sagt, die Menschen haben die Fabrik gebaut, wenn sie es ja alles gebaut haben. Und sie nutzen nur andere Zutaten. Du Monster, aber wohl. Ihr wisst, was ihr mit ihm tun müsst. Bringt ihn zu Gebäude 5. Und mit dir? Ich gehe zurück zur Citadel. Zu meinem Eroberer. Wir bekämpfen den Eroberer, wirst du schon sehen. Dafür habe ich keine Zeit. Du bist der Goodbye Boy, also Goodbye. Wachen bringt ihn weg. Alles Katastrophe hier. Ich sage jetzt erstmal den Welcome Boy, was ich gesehen habe. Und dann besuche ich unseren
Massagetyp. Hallo. Oh, und ich klaue mir von dem noch den Sicherheitspass. Hast du meinen Boyfriend gefunden? Ja, habe ich. Sie haben ihn in Gebäude 5 gebracht. Von Gebäude 5 kommt nie jemand zurück. Wir müssen ihn retten. Wie kann ich da reinkommen? In der Nähe von Gebäude 3 gibt es einen geheimen Eingang. Und ob sie keine Namen haben? Doch, mein Name ist Janto. Angenehm, dich zu treffen. So, ich hätte gerne bitte... Kann ich dir nicht deine Schlüsselkarte stellen? Ah, alles ärgerlich. Dann schauen wir halt doch erstmal bei dem Typ vorbei, wenn ich nichts anderes mehr machen kann. Gib dem einfach nicht seine Schlüsselkarte, was ist denn da los? Der hat doch einen um den Hals. Also ich mir aber kaum runterreißen können. Ich sage, Puffform, der Pass ist meiner. Besser für dich, wenn ich hier nicht raus muss. Ich habe noch eine Idee. Das heißt aber wieder viel hin und her laufen. Das Thermostat ist doch... verrostet. Und ich habe noch einen Schwamm dabei. Da könnte man noch ein bisschen Öl nachhelfen, oder nicht? Ich wäre da doch sehr dafür. Ich merke deine Idee, aber die Qualität des Öls ist viel zu schlecht, um sie zu irgendwas zu benutzen. Aber die Idee ist wohl richtig. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht hat die Galaxy Sister eine Idee. Hat überhaupt keine. Hast du eine Idee? Ob es sicher ist, rauszugehen? Ja, normalerweise ist es kein Problem. Die Leute hier erzählen Stories von Riesenkraken. Aber man hat schon seit Jahrhunderten keinen mehr gesehen. Was für Essen er serviert? Die Fischfinger da. Moment, du hast doch da so einen Oktopus. Puh! Jedes Reich sagt, es ist nicht wie die anderen, dass die Umstände sind, einzigartig sind, dass es eine Mission zu verfolgen hat, zivilisieren, Ordnung und Demokratie zu bringen und dass es Gewalt nur als allerletzten Weg nimmt. Edward Said, 1978. Ja, und das stimmt immer. Noch kann ich dich nicht erschrecken, dich komischen Fisch. Ich müsste halt mal treffen, ne? So. Oder es geht wirklich nicht und es ist verlorene Liebesmenü. Ja, ja, tut mir leid. Ich möchte genau das. So. Vielleicht bist du ja nicht mehr ganz so aufmerksam. Oh, oder kann ich dir einen Drink anbieten? Aber machen wir erstmal das hier. Ja. Das hat funktioniert. Bin's nur ich oder wird's hier wärmer? Es wird heiß. Am besten ich nehme meine Kleidung ab. Oh. Ja, warte mal. Möchtest du nicht einen Drink? Ich nehme so lange deine Schlüsselkarte. Nichts Nachtragendes, richtig? Ich habe dir einen erfrischenden Drink mitgebracht. Sehr schön. Bitte platzier's auf dem Tisch. Das ist ja wohl eine Einladung. Erster Sahne, mir den Security Pass zu geben. Gespeichert. Wo wollte ich jetzt damit rein? Da. Hallo. Ich würde gerne mit dem Security Pass da rein. Schauen wir mal, was es da Schönes gibt. Okay,
Also nur einen Strand und halt die Oberfläche. Aber jetzt. Ah, das bleibt auf. Das heißt, wir können da rein, wenn wir wollen. Sehr schön. Dann wollen wir doch mal den Typ da befreien, wenn das so funktioniert. Was ich hoffe. Und auf geht's. Und ist, wie du es vorgestellt hast, du weißt, dass ich alles so sage, wie es ist, nicht wahr? Ja, deshalb liebe ich dich auch. Deshalb, dann buche ich die nächste Reise. Hä? Okay. Verstehe ich gar nichts mehr. Schneekugel? Irgendwas vom Teufel? Es ist eine Art von Liste. Sieht wie Alien Paperwork aus. Okay. Bringt das was, wenn ich da nochmal oben reingehe? Nein. Okay. Dann vielleicht nochmal in den anderen. Ich laufe ja nicht genug hin und her. Geht's halt nachher dann alles so durch. Oh. Ich befürchte neue Anweisungen. Thorn hat eine Liste von potenziellen Unruhestiftern, die er, ich vermute mal, gerne ermordet haben würde. Eine Liste mit Anleitungen, hoffe ich doch. Diese Aliens sehen alle gleich für mich aus. Was ist mit ihm? Ihr Monster, lasst mich hier raus. Die Maschine kümmert sich um ihn. Ich hab's auf Brei gesetzt. Ist uns alles vorbereitet oder so ähnlich. Hallo, hier im Lüftungsschacht. Wer ist da? Jantor, bist du? Ich bin Captain Tycho Minok. Ich bin hier, um dir zu helfen. Rette die anderen, ich bin erledigt. Der Vacuum Boy hat mich geschickt, um dich zu retten. Du musst ihn hier unbedingt rausbringen. Ich habe ein Raumschiff. Wenn ich jeden zur Oberfläche bekommen kann, kann ich euch dahin transportieren. Beeil dich. Die Wachen haben eine Liste von Zielen. Du musst denen vorausbleiben. Ich habe das Ding geöffnet. Die Wachen bringen wahrscheinlich bereits oder überwachen das wahrscheinlich bereits. Du musst ihre Liste finden und von ihnen wegbleiben. Ja, aber um dich kümmere ich mich schon auch noch. So will ich jetzt nicht. Ach, jetzt kann ich wahrscheinlich die Liste erst mitnehmen. Hin und her laufe. Hey. So. Einmal Liste mitnehmen, bitte. Und schauen, was ihr noch zu sagen habt. Dann schaue ich mir die Liste an. Hallo, ihr zwei.